Hey, bist du fertig? Wir müssen los. Hast du mich gehört? Alles okay bei dir? Ist es so schlimm? Keine Sorge, ich helfe dir. Ich brauche nur etwas Make-up-Entferner und Wattepads. Jetzt bist du bereit fürs Make-up. Zunächst zeichne ich Linien mit heller Foundation. Dann folgen noch mehr Linien. Etwa so. Jetzt kommt dunkle Foundation hinzu. Die trägst du in jedes zweite Kästchen auf. Den Rest füllst du mit heller Foundation auf. Jemand Lust auf Schach? Die Foundation wird mit dem Make-up-Schwamm verblendet. So entsteht ein gleichmäßiger Ton. Gleich fertig! Gefällt's dir? Wow, das ist viel besser als vorher. Danke, jetzt kann's losgehen. Ist schon morgen? Oh je. Das war eine herrliche Nacht. Aber ich muss jetzt gleich los. Wow! Seit wann habe ich so viele Mitesser? Hilfe! Oh nein! Oh nein! Naomi, sieh dir mein Gesicht an! Ich bin hässlich! Warte! Ich drück sie einfach alle aus! Nein, mach das nicht! Warte kurz! Ich muss hier doch was haben! Oh, vielleicht kann ich sie alle abdecken! Hier! Der saugt sie ganz sanft aus! Und hinterlässt keine Spuren! Siehst du? Der holt alles aus den Poren! Oh, ich danke dir! Bist du immer noch krank, Sophia? Ich bin hier drüben, falls du mich brauchst. Armes Ding. Arme Lippen, eher. Sieht aus, als würden sie gleich runterfallen. Aber ich weiß, was hilft. Was? Willst du Honig? Das Zeug eignet sich hervorragend gegen trockene Lippen. Reibe einfach etwas mit deinem Finger ein. Die abgestorbene Haut geht sofort ab. Hallo, schöne Lippen. Was für eine einfache Lösung. Jetzt gleitet mein Gloss ganz sanft. Siehst du das? Lies es. Keine Sorge, ich bin hier. Meinem Auto ist der Sprit ausgegangen. Sie ist so schön. Ich werde es tun. Hi, du. Was? Oh, nichts. Ew. Hast du schon mal deine Zähne geputzt? Das war so peinlich. Was ist passiert? Das ist passiert. Oh, das ist schlimm. Warte mal, ich habe da eine Idee. Hast du Wachspapier? Schneide so ein Quadrat aus. Dann drücke etwas Zahnpasta drauf. Jetzt zum Backpulver. Eine gute Prise reicht völlig aus. Benutze deinen Finger, um die Paste zu verteilen. Dann lege es so auf deine Zähne. Vergiss den Unterkiefer nicht. Und jetzt warten wir. Jetzt nehmen wir es runter. Hallo, Perlweiß. Ist dieser Platz noch frei? Das ist meine Chance. Ich werde ihr ein Lächeln zuwerfen. Deine Zähne funkeln wie Diamanten. Das ist der Weg zum Herzen einer Dame. Willst du deine Haarfarbe ändern, aber nicht zum Friseur gehen? Dann bist du bei mir richtig. Sprühe Haarfarbe auf eine Bürste. Kämme damit durch deine Haare. Die Farbe wird dein Haar färben. Genau so. Du kannst auch andere Farben nehmen. Das ist so einfach. Und sieht toll aus. Wer braucht schon einen teuren Friseurbesuch? Ist das toll? Oh.
Dieses Buch ist so spannend. Oh, eine Nachricht. Jetzt schon? Ich muss mich noch fertig machen. Wo ist meine Make-up-Tasche? Zuerst einen Spritzer Parfüm. Ach, ein rosiger Duft. Was noch? Lippenstift. Das könnte schwierig werden. Dann öffne ich ihn eben mit den Zähnen. Schön langsam. Okay, gleich geschafft. Schwieriger als gedacht. Das reicht. Das ging schief. Ich sehe aus wie ein Clown. Was mache ich denn jetzt? Wow, die Zahnseide bringt mich auf eine Idee. Versuch Nummer 2. Färbe die Zahnseide an dem Lippenstift. Sie soll mit Farbe bedeckt sein. Drücke sie auf die Lippen. Beginne mit einem X in der Mitte. Dann drückst du sie auf die Außenlinie der Oberlippe. Dasselbe machst du auf der Unterlippe. Jetzt kannst du den Lippenstift auftragen. Wow, so schöne Lippen! Hey, wie geht's? Du siehst toll aus. Hier, für dich. Danke. Ich liebe diese neue Lackfarbe. Oh, wer ist das denn? Ah, hey. Du machst Witze, wirklich? Oh, das ist nicht gut. Hoffentlich hinterlässt er keinen Fleck. Na egal, ich lackiere erstmal zu Ende. Was hat er dann gesagt? Echt jetzt? Oh, oh! Was hast du ihm gesagt? Denn ich wäre voll ausgeflippt. Oh nein! Upsi! Naja. Ich bin zu Hause, Liebes. Oh, mein Hemd. Was in Gottes Namen ist das? Du solltest lieber gleich damit rausrücken, Naomi. Oh, jetzt reicht's. Ahem. Hä? Oh-oh. Kannst du das erklären? Das war ein Unfall. Die Flasche hat sich erhoben und ist dann getropft. Das war unglaublich. Ich wollte, dass sie aufhört, aber sie hatte ihren eigenen Willen. Total seltsam. Verrückte Geschichte, oder? Naja. Ah, du kommst mit. Ich zeige dir, wie man das vermeiden kann. Unfälle passieren, aber darauf kann man vorbereitet sein. Benutze einfach das hier. Ich kapier's nicht. Oh. So hier. Mach ich's richtig? Mach dich nicht lächerlich. Du steckst deine Finger da durch, Dummerchen. Und hier kommt der Nagellack rein. Oh, wow. Damit wird es viel schwieriger zu kleckern. Und du kannst dich auf deine Nägel konzentrieren. Siehst du, wie einfach das ist? Jep, du sagst ihm nein. Ich mach das, wenn du dich nicht traust. Hast du verstanden? Ach, ich denke, ich bin hier fertig. Hier gibt es aber schöne Sachen. Wow, der ist toll. Der ist so wunderschön. Und sowas von teuer. Den muss ich aber haben. Hm, hoffentlich ist das genug. Hm, es ist zwar falsch, aber vielleicht merkt keiner etwas. Halt! Nicht so schnell, Fräulein. Du wanderst in den Knast. Ihr werdet nichts aus mir herausbekommen. Oh, ohne Make-up sehe ich scheußlich aus. Hier ist dein Schleim. Das ist mein Essen? Ihr bekommt eine schlechte Bewertung. Guten Appetit. Schon viel besser. Hm, ich habe solchen Hunger. Moment mal. Ich habe eine Idee. Ich nehme etwas Marmelade und benutze es als Rouge. Schon viel besser. Aber etwas fehlt noch. Oh, ich hab's. Den Metallstaub der Gitterstäbe benutze ich als Glitzer. Jeder kann etwas Glitzer in seinem Leben vertragen. Die Pflanzenerde wird nützlich sein. Die ist von meiner Augenbrauen. Ich liebe die Farbe dieser Steinwand. Die Farbe eignet sich als Lidschatten. So, endlich wieder geschminkt.
Gut, die Luft ist rein. Verhalte dich unauffällig. Niemand ahnt etwas. Ich bin nur am Putzen. Hier gibt's nichts zu sehen. Phew, das ist harte Arbeit. Stimmt etwas nicht? Liegt es am Make-up? Am besten siehst du selbst nach. Was zum? Wer ist dieser Clown im Spiegel? Mann, ist mir das peinlich. Ist das besser? Nicht übel. Aber ich habe genau das Richtige für dich. Was denn? Schau mal hier. Bedien dich. Wow, ist das Make-up? Danke. Wie ist das? Sieh am besten selbst. Wow, ich liebe dieses T-Shirt. Der Knast ist doch nicht so übel. Als hätte ich einen Platz in der ersten Reihe. Ist Kevin nicht ein traumhafter Typ? Okay, das ist mein Moment. Hey, hallo, Kevin. Was liest du denn da? Kevin, warte auf mich. Das Buch ist ziemlich gut, oder? Ich spreche aus Erfahrung. Buchzwillinge. Ja, ich rutsch einfach hier rüber. Mag er mich etwa nicht? Hoffentlich sehen meine Haare noch gut aus. Vielleicht brauchen wir einfach mehr Gemeinsamkeiten. Zeit für ein kleines Makeover. Siehst du diesen Marker? Benutze die Tinte, um die Haarmaske zu färben. Und dann richtig gut durchmischen. Und schon ist es fertig. Du kannst das mit mehreren Farben machen. Trage es mit Handschuhen auf eine Haarsträhne auf. Und wickle sie dann in Folie ein. Mach das mit so vielen Strähnen, wie du möchtest. Und jetzt warten wir. Bereit für die große Enthüllung? So cool! Kein Friseur erforderlich. Das ist fabelhaft. Yep. Hey, du hast deine Haare gefärbt. Ich glaube, wir haben mehr gemeinsam, als ich dachte. Alle Gerichte hören sich so gut an. Was nehme ich da bloß? Hallo. Kellner, zwei Eistorten. Zack, zack. Bon Appetit. Hallo. Oh, wow, die sehen toll aus. Habe ich was falsch gesagt? Eine seltsame Reaktion. Oh, was habe ich denn da? Halt, das sind ja meine Augenbrauen. Bei dem Anblick wäre ich auch weggerannt. Ich muss sie nur etwas zupfen. Die sind echt hartnäckig. Das wird ewig dauern, wenn ich sie zupfe. Vielleicht sollte ich es mal mit der Nagelfeile probieren. Einen Versuch ist's wert. Reibe die Pinsette an der Nagelfeile. So schärfst du die Pinsette und beseitigst hartnäckige Haare mühelos. Schon viel besser. Gleich hast du perfekte Augenbrauen. Was für ein Unterschied. Das sollte man wegsaugen. Ich mach besser die Fliege. Ist irgendwas Besseres als einen großen Hotdog mit Ketchup? Das reicht mir schon. Ich nehme das, danke. Ja, genau, eine dicke Schicht muss drauf. Oh, ekelig. Nun, wo war ich? Es ist soweit. Komm zu Mama. Was war das? Mein Shirt. Wie konntest du das nur tun? Das war ein Unfall. Lass mich das in Ordnung bringen. Nein, nicht weinen. Ich weiß nicht. Aha. Ich bring das in Ordnung. Okay, probieren wir es mal. Siehst du, wie der Stift im Wasser ausläuft? Und hier kommt die Sprühflasche ins Spiel. Bereit? Dieses Shirt bekommt ein Makeover.
Drehe es mit einer Gabel so ein. Und dann bündle es mit deinen Händen. Befestige es dann mit Gummibändern. Und besprühe es mit dem gefärbten Wasser. Nutze verschiedene Farben, um es interessant zu machen. Mache jeden Abschnitt andersfarbig. Sieht fertig aus. Und siehe da, dein fertiges Meisterwerk. Das sieht ja noch viel besser aus als vorher. Man sieht nicht mal mehr den Ketchupfleck. Hab dich lieb, beste Freundin. Das war die ganze Zeit mein Plan. Ah, Brian ist so süß. Er will morgen mit mir ausgehen. Yes! Sophia! Was? Ich habe morgen ein Date mit Brian. Ja, das werde ich. Nein, glaubst du mir etwas nicht? Was meinst du damit? Oh nein! Alles, aber bitte kein großer Pickel! Sorry, Mädchen. Bist immer noch hübsch, mach dir keine Sorgen. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Aber vielleicht kann ich. Versuche es mit dieser Knoblauchzehe. Was? Habe sie direkt auf den Schandfleck. Der Saft beseitigt die Entzündung. Und morgen wird dieses Ding weg sein. Ha, das war eine schöne Nacht. Ich glaube, er ist weg. Sophia! Ach, schau mal, wer pickelfrei aufgewacht ist. Wow, was für ein einfacher Trick. Du machst dich besser fertig. Nenn mich einfach die Pickelflüsterin. Und der Look ist fertig. Dieses Zimmer ist ein Saustall. Sei nicht zu faul und räum dein Zimmer auf. Das mache ich später. Bis dann. Wie bitte? Hey, komm zurück. Immer muss ich putzen. Wie ekelhaft. Fein, dann räume ich halt alles auf. Wofür braucht sie die alle? Hört das denn nie auf? Auf dem Boden geht's weiter. Unfassbar. Wie kann man nur so viele Schwämme besitzen? Echt jetzt? Hier unten auch? Das dürften aber alle sein. Ach, mein Rücken. Ich bin zu alt dafür. Die Kleidung räume ich auch gleich mit auf. Im Ernst? Ich muss mit ihr reden. Rein mit euch. Als ob ich nichts Besseres zu tun hätte. Zum Glück gibt's Waschmaschinen. Damit werden die Schwämme im Nu sauber. Die Schwämme kommen in einen Eimer oder ein Waschbecken. Füge einen Esslöffel Waschmittel hinzu. Jetzt gieß Wasser darüber. Es schäumt schon auf. Scheint zu funktionieren. Wenn die Schwämme sauber sind, gieße das Wasser aus. Mit sauberem Wasser spülst du das restliche Waschmittel aus. Drücke die Schwämme gut aus. Jetzt sind sie sauber. Das hat gut funktioniert und Zeit gespart. Oh, fast vergessen. Ihr kommt in den Schrank. Was? Was ist passiert? Mickey! Dieses Buch ist echt gut. Ich kann es gar nicht weglegen. Ich will unbedingt wissen, was als nächstes passiert. Was steht da? Ich brauche mehr Licht. Ich kann die Buchstaben kaum sehen. Was ist das? Ih, ekelhaft! Wer macht sowas? Ich muss meine Hand waschen. Aha, Tücher. Das sollte helfen. Nein, das gibt's nicht. Ist das Kaugummi? Wo kommt der denn her? Ich muss den wegschmeißen. Das bereue ich sofort. Igitt! Wie ekelhaft! Oh, da kann ich nicht mehr sitzen. Oh, ich lese auf dem Bett. Moment mal. Ist da was in meinem Haar? Oh, Sky!
Hey, Mitbewohnerin! Ist das dein Kaugummi? Ich muss los. Hey, komm zurück! Na gut. Schau dir das an. Nun, oh, ich hab 'ne Idee. Parkour, bin gleich wieder da. Nicht bewegen. Sky? Was zum? Das wird helfen. Haarschaum, was? Du musst noch so viel lernen. Schau zu. Ich massiere den Schaum in dein Haar. Und wie soll das helfen? Und dann schiebe ich den Kaugummi einfach raus. Wow, echte Magie. Echt gut, was? OMG, du bist großartig. Danke. Das passiert mir öfters, als du denkst. Oh, versuch's nicht mal. Du hast nichts gesehen. Wow. Wow, schau dir all diese Winkel an. Er ist süßer als jedes Dreieck. Ich würde ihn gern wie eine Matheaufgabe lösen. Schau dir nur dieses Gesicht an. Wird er mich heute bemerken? Oh, was geht? Siehst gut aus. Kneif mich, ich träume! Kommt er wirklich rüber? Oh, natürlich redet er mit Annie. Wer würde so einem Mädchen keine Aufmerksamkeit schenken? Ein Metallic-Rock? Sowas könnte ich nie anziehen. Besonders nicht mit diesen traurigen Dingern. Ugh. Ugh. Hi, Mama. Harter Tag. Wenigstens hast du ihn nicht damit verbracht, das alles zusammenzulegen. Sei so lieb und leg das weg. Danke, Liebes. Der Tag wird immer besser und besser. Warte mal. Ich weiß, wie man mehr Aufmerksamkeit bekommt. Darum kümmere ich mich später. Ich habe andere Dinge zu tun. Das ist besser. Und jetzt schnalle ich mir das Ding um. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Aber ich könnte noch ein bisschen mehr gebrauchen. Viel besser. Und jetzt das Shirt. Ich sehe aus wie ein anderer Mensch. Sieht ziemlich gut aus, oder? Mal sehen, ob er jetzt einfach an mir vorbeigeht. Wow. Ist das wirklich Chloe? Oh, hey. Oh, hast du letzte Nacht einen Wachstumsschub gehabt? Das kann man so sagen. Was hältst du davon, wenn wir den Unterricht schwänzen und ins Kino gehen? Ich habe meine Pinsel und meine Stifte. Okay, ich bin soweit. Setz dich hin. Oh, gut. Ich habe mich so drauf gefreut. Das freut mich zu hören. Wir beginnen mit einem leichten Puder. Sie werden umwerfend aussehen. Und jetzt? Die Farbe ist auf Ihre Augenfarbe abgestimmt. Nicht bewegen, still bleiben. Das steht Ihnen besonders gut. Oh, wir brauchen noch etwas Mascara. Okay, jetzt kümmern wir uns um Ihre Lippen. Ich liebe dieses Produkt. Da kommt nichts raus. Ich weiß, dass da noch etwas drin ist. Mann, ist das nervig. Oh. Ich liebe diese Show. Die Rahmen schmecken gut. Dieser Chris ist urkomisch. Wo ist meine Gabel hin? Die hilft mir weiter. Stecke die Tube zwischen die Gabelzinken und zieh sie hoch. So kommt der Lipgloss heraus und kein Produkt bleibt in der Tube. Fülle den Lipgloss in einen Behälter. Die brauche ich nicht mehr. So geht das viel einfacher. Nun brauche ich keine Tuben mehr quetschen. Und ich kann die Farbe mit einem Pinsel auftragen. Daran hätte ich früher denken sollen. Das sieht toll aus. Der Look ist vollendet. Wow. Gefällt es Ihnen? Wow, wirklich hübsch. Sie sind so talentiert. Vielen Dank. Wenn man gut aussehen will, braucht man keinen professionellen Make-up-Artist. Alles, was man braucht, sind fantastische Beauty-Hacks. Was hat dir am besten gefallen? Schreib es in die Kommentare.
Vergiss nicht, das Video mit Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine lustigen Videos mehr verpasst. Ach ja? Erzähl mir mehr darüber. Oh, gib mir eine Sekunde. Ich bin gleich zurück! Naomi, alles okay? Meine Töne! Hier muss es doch was geben. Hey, die alte Dame hat Zähne. Die schnapp ich mir. Oh, ist da jemand? Hoffentlich passen mir die Dinger. Oh, fühlt sich ziemlich gut an. Sorry deswegen. Oh, warte kurz. wo waren wir? Ich kann darüber hinwegsehen. Es heißt, wer schön sein will, muss leiden. Aber muss es wirklich so schlimm sein? Oh oh, nicht das Puder. Ah, keine Sorge, Mädchen. Wir haben ein paar frische Beauty-Hacks für dich. Mann, mein Insta-Feed platzt heute. Hast du das Thermostat hier drin niedriger gestellt? Was immer. Dieser Pullover wird mich aufwärmen. Schau dir die Haare an. Die statistische Elektrizität ist wieder dabei. Vielleicht kann ich es glätten? Nee. Hör auf zu lachen, das ist nicht lustig. Ich sagte Stopp. Nichts, was Aluminium nicht beheben kann. Natürlich. Wenn ich es um meinen Bürstengriff wickle und mein Haar ganz normal bürste, verschwindet die Statik wieder. Ziemlich cool, oder? Ach, ich bin wieder hübsch. Danke für den Tipp. Ich dachte, ich müsste für immer wie Einstein aussehen. Ist schon morgen? Ich hatte den schönsten Traum seit langem. Und ich bin sowas von bereit fürs Frühstück. Was für eine Nacht. Ich muss dann wohl aufstehen. Was soll's? Frühstückszeit. Alles klar. Du bist schon angezogen? Warum? Oh, Naomi. Du und dein süßes, verschlafenes Gesicht. Okay, okay, ich zieh mich an. Lila steht dir immer gut. Ja. Wenigstens muss ich kein BH anziehen. Was? Das Ding ist verkehrt rum? Ich kann nichts sehen. Das war irgendwie unheimlich. Tada! Ich kämme mir auch gleich die Haare. Oh, so verheddert. Mensch, Betty, das ging aber schnell. Ich kann auch Zöpfe flechten. Warte, wie fange ich noch einmal an? Oh, Naomi. Hey, ich hab's wenigstens versucht. Ich helf dir. Okay, gut, nicht anfassen, schon verstanden. Hey, warte mal kurz. Dieses Gadget wird dir helfen. Hier. Wow, das Ding sieht ziemlich cool aus. Fädel hier die Strähnen ein und ziehe sie durch alle drei Löcher. Dann erledigt die Maschine den Rest. Siehst du? Kein Verheddern. Oh. Und dann noch mit Perlen verzieren. Und warum hier aufhören? Wir können noch mehr Zipfel machen. Juhu. So viele Perlen. Mädels, die gemeinsam flechten, halten zusammen. Lass uns gehen. Du meine Güte, wird Mowgli wirklich im Dschungel leben? Oh wow, er lebt im Dschungel? Voll krass. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Gut oder schlecht? Ich habe Durst.
Wow, so ein tolles Buch. Moment, mein Gesicht fühlt sich seltsam an. Ah, ich habe ein Pickelproblem. Ich sehe aus wie ein Pizzagesicht. Oh, so will ich nicht herumlaufen. Ich muss etwas dagegen tun. Ich drücke sie einfach aus. Hä? Was ist das? Ich fühle eine Erschütterung meiner Haut. Huh? Ah, was machst du? Hör auf! Nicht! Nicht ausdrücken! Dadurch machst du es nur schlimmer. Gut, dass ich mich auskenne. Ich helfe dir natürlich. Was ist das? Und wofür genau sind die Dinger gut? Hast du mir einen Sticker ins Gesicht geklebt? Das habe ich. Die sind gegen Pickel. Das trocknet sie aus. Vertrau mir, die kleben wir nun auf all deine Pickel. Ist das dein Ernst? Du willst mein ganzes Gesicht vollstickern? Ja, wir machen deine Haut makellos. Ich fühle mich wie ein Stickeralbum. Okay, gut. Kann ich sie jetzt runternehmen? Nein, nein, nein. Die müssen 4 Stunden draufbleiben. 4 Stunden? Dein Ernst? Die Drucker streiken gerade. Hey, wach auf. Nur noch ein paar Sekunden, bis der Timer losgeht. Okay, lass uns die Sticker entfernen. Das ist der erste. Sieht schon mal gut aus. Du wirst sowas von überrascht von dem Ergebnis sein. Yeah, ich hatte recht. Gib mir den Spiegel, ich will das sehen. Wow, voll cool. Meine Haut ist schon viel besser. Juhu. Warte, was machst du? Oh, kein Wunder, dass du Pickel bekommst bei so vielen Süßigkeiten. Ich gewinne den Wettbewerb. Meine Frisur ist spitze. Wie du meinst? Entschuldige mich. Hm, dieses Kleid wird toll an mir aussehen. Wow, sie hat keinen Geschmack. Ein Jammer, wenn die Make-up-Pinsel verschwinden würden. Naja, dann gibt es heute den natürlichen Look für sie. Schönes Kleid. Danke für das Kompliment. Wo sind die Make-up-Pinsel? Ich könnte schwören, dass sie hier lagen. Womit schminke ich mich jetzt? Eine Zahnbürste? Ist einen Versuch wert. Du brauchst Lidschatten und ein Glas Wasser. Nimm eine unbenutzte Zahnbürste und befeuchte sie. Nimm etwas Lidschatten, streiche über die Borsten und bespritze so dein Gesicht. Keine Sorge, das wird gut aussehen. Nimm mehrere Farben für einen intensiven Effekt. Überschüssige Spritzer entfernen. Ein toller Look. Hey, Hübsche. Willkommen, liebes Publikum. Möge die Show beginnen. Hm, überzeugt mich nicht. Hi. Atemberaubend. Ihr Look gewinnt. Wie ist das möglich? Oh, vielen Dank. An mir kommt kein Schmutz vorbei. Man wird hier nie fertig mit dem Putzen. Wie kommt der denn dahin? Das ist inakzeptabel. Deine Tage hier unten sind gezählt. Das ist ganz schön viel Kaugummi. Und so klebrig. Ich frag mich, wem der gehört. Kevin hat blondes Haar. Ich weiß nicht. Was ist mit ihr? Nee, ihr Haar ist zu dunkel. Das würde keinen Sinn ergeben. Und was ist mit dem Mädchen? Das könnte definitiv ein Match sein. Schauen wir uns das mal genauer an. Ich glaube, wir haben eine Übereinstimmung, Leute. Und was mache ich jetzt damit? Ich brauche etwas Hilfe. Oh, Mann! Siehst du diese Kugel aus Knete? Sieht ein bisschen aus wie Kaugummi, oder? Gib etwas Kleber drauf. Und klebe einen kleinen Magneten drauf. Ich habe ganz viele davon gemacht. Ha! Das sollte ihr eine Lektion erteilen. Ah, das darf ich nicht verpassen. Ah, heute ist ein harter Tag. Ist das abgekauter Kaugummi? Wer macht denn sowas? Das ist Knete. Das war Gabi. Oh, hey, was ist denn hier los?
Weißt du irgendwas darüber? Tja, eine Kostprobe deiner eigenen Waffen. Oder besser gesagt Kaugummi. Ist das meiner? Ups, tut mir leid. Frieden? Okay, alles verziehen. Dann lass uns den teilen. Ich sagte teilen! Beugen und strecken. Spüre deine Muskeln. Seitlich strecken. Das stinkt wie faule Eier. Puh. Da kommt man ins Schwitzen, was? Darauf kannst du einen lassen. So schwindelig. Alex, alles okay? Wer spricht da? Wo bin ich? War ich das? Ich sollte mir neues Deo kaufen. Ich hab's. Nimm einen Peeling-Schwamm und sprüh Wasser darauf. Dann kommt Seife dazu. Seife den Schwamm ein. Jetzt die Achseln säubern. Als nächstes brauchst du Heilerde und etwas Zitronensaft. Gut umrühren. Ist die Heilerde glatt gerührt, folgt der nächste Schritt. Trage die Heilerde mit einem Pinsel unter die Achseln auf. Jetzt trocknen lassen. Ein interessanter Look. Wasche die Heilerde mit einem Schwamm ab. Sauber und frisch. Fühlst du dich wieder besser? Stopp! Komm nicht näher! Ich bin mit Lufterfrischer bewaffnet. Die Luft ist rein, okay? Das muss ich überprüfen. Okay, du hast recht. Weiter geht's. Die Mascara sieht toll aus. Okay, und jetzt? Ich hab's. Hübsch. Was willst du? Verschwinde. Aber wie gemein. Das ist unfair. Oh, ich habe eine Idee. Endlich kann ich mich in Ruhe schminken. Ich verteile noch etwas Concealer. Schön langsam. Ha, das perfekte Verbrechen. Nicht schlecht. Genau den brauche ich jetzt. Was zum... Nicht so schnell. Lass mein Make-up in Ruhe. Aber du hast so viel davon. Immerhin habe ich noch das. Ich werde so schön aussehen. Oh, ich brauche ein Schwämmchen oder sowas. Naja, dann eben direkt aufs Gesicht. So funktioniert das, oder? Okay, das sollte reichen. Mit den Händen verteilt man das nicht. Gibt es etwas, das ich dafür benutzen könnte? Der Ballon könnte nützlich werden. Damit kann ich arbeiten. Ich puste den Ballon auf, mache einen Knoten hinein und verblende damit das Make-up. Wow, es funktioniert. Das sieht gut aus. Noch etwas mehr verblenden. Wo ist mein Concealer? Moment mal. Hey, was machst du da? Rück ihn raus. Wieso kriegst du all die schönen Sachen? Willst du den Ballon? Hey, du hast dein Make-up gut aufgetragen. Den benutze ich das nächste Mal. Schau mal. Danke, Kleine. Mir ist öde. Oh. Wow. Das war's mit der Show. Geh weiter. Wie sie meinen. Rein mit dir. Oh, gar nicht mal übel hier. Hey, Zellengenossin. Oh, Mann, ist die nervig. Oh, was ist das? Psst, dreh dich mal um. Hey, was gibt's? Das kann alles dir gehören, wenn du mir die Ware gibst. Das sind echt viele Süßigkeiten. Deal. Eine gute Entscheidung. Nimm das. Okay, gib mir eine Minute. Das ist die Ware. Freut mich, mit dir Geschäfte zu machen. Ach, das brauche ich jetzt. Du wirst neidisch sein. Wow, das ist perfekt. Zeit für atemberaubendes Make-up. Wow, ich sollte das auch versuchen. Hoffentlich reicht das. Ein Versuch ist es wert. Psst, psst, psst. Das ist für dich.
Wow, ich bin reich. Mal sehen, was ich hab. Oh, das sieht nach einem fairen Handel aus. Ist das alles? Das ist voll unfair. Wie armselig. Besser als nichts, schätze ich. Mein Finger passt nicht mal rein. Oh, das bringt mich auf eine Idee. Ich benutze die Schere. Oh, das wird gut funktionieren. Das reicht. Eine kleine Herzform. Okay, und jetzt? Der Kleber wird nützlich sein. Der Schwamm ist so süß. Den stecke ich auf den Kleber. Und dann tunke ich ihn in das Make-up. Schön drehen, damit etwas haften bleibt. Und das kommt nun auf meine Wange. Das ist echt cool. Schau mal. Wow, nicht übel, Kleines. Hey, wir sollten Freundinnen werden. Wirklich? Wow. Wer ist schön sauber? Na, ich. Woohoo. Yes. Wow. Ich sehe aus, als ob ich meine Finger in die Steckdose gesteckt hätte. Wie konnten die nur so kraus werden? Oh, warte mal. Was hast du denn da auf dem Kopf? Sieht aus wie ein rosa Elefant. Außer, dass der Rüssel aus deinem Kopf ragt. Nein, das ist nur ein genialer Haarhack. Diese Haarpracht ist glatt wie Seide. Oh, aber meine Haare sind so kraus und traurig. Hier, danke. Oh, okay, mal sehen. Also einfach über den Kopf stülpen. Ah, es muss schön dicht sitzen. Dann den Trocknerrüssel positionieren. So, Luft kann kommen. Wow, das geht schon gut ab. Ah, schauen wir mal, ob das geklappt hat. Bereit? Fertig und enthüllen. Hui, es fühlt sich fantastisch an. Als ob ich eben vom Friseur gekommen wäre. Keine Sorge, mein Outfit ist auch schon fertig. Schau. Also gut, auf geht's. Ich glaube, unsere Taxis sind auch schon da. Das nenne ich perfektes Timing. Ein Kuchen und eine Kerze. Das wird ihr bestimmt gefallen. Kaum zu glauben, dass ich das mache. Juhu, ein Geburtstagskuchen. Ich wünsche mir etwas. Happy Birthday, bla bla bla. Hurra. Wow. Es ist der Gedanke, der zählt. Okay, mein Part ist getan. Was man nicht alles tut. Lächerlich. Die Zeiten ändern sich wohl. Okay, mal sehen, was das ist. Scheint sauber zu sein. Irgendwas stimmt aber nicht. Ich sollte besser nachsehen. Mal sehen, was hier drin ist. Oh, ein Teddybär. Der ist aber süß. Das macht mich so wütend. Ist der für mich? Haben Sie mein Geschenk geöffnet? Wie gemein. Oh, so kuschelweich und süß. Endlich habe ich einen Freund. Was ist das? Die gehört mir nicht. Wow, du hast tolle Wimpern. Moment mal. Ein toller Geburtstag. Oh, das fühlt sich so gut an. Nun das andere Auge. Was für ein Unterschied. Mann, ist mir langweilig. Was? Niemals. Soll ich? Oder soll ich nicht? Ich sollte. Was? Nix drin? Kein Geld? Und jetzt? Na, dann scrolle ich eben weiter. Ach, ich bin so müde. Ich sollte einfach ins Bett gehen. Aber so ein Mist mit meinen Augenbrauen. Vielleicht kann ich doch noch was tun. Ha, warte mal. Was, wenn ich... Ja, ich denke, das könnte klappen. Ich muss sie schön einseifen. Gut, jetzt meine Brauen durchbürsten.
Ja, sie wird schön geformt. Auf zur nächsten. Wow, das hat super funktioniert. Wow, niemals. Ihre Augenbrauen sind unglaublich. Da bin ich, bereit für die Schule. Oh, wow, sie ist so hübsch. Niemals. Schau dir ihre Augenbrauen an. Okay, ich sollte auch meine Brauen zähmen. Ah, das war eine. Oh, wow, sie ist so hübsch. Ich pudere mich nur schnell nach. Meine Augenbrauen könnten besser sein. Gut, dass ich den Augenbrauenstift dabei habe. Oh nein, ich muss in den Unterricht. Ich komme zu spät, mal wieder. Hi, wie geht's dir? OMG, sieh dir Gabby an. Was ist ihr Problem? Ups, vorsichtig. Meine Bücher. Schon gut, ich helfe dir. Das wäre erledigt. Ah, schnell weg. Okay, das war seltsam. Habe ich etwas zwischen den Zähnen? Ich glaube nicht. Hey Leute, seht euch das an! Wow! Trägst du darauf mit deinem Gesicht spazieren? Das ist echt gemein. Sorry, ich habe mich an der Tür geirrt. Beruhigt euch, die Show ist vorbei. Wo ist Gabby? Da bist du ja, schnell. Tut mir leid, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Das ist ein interessanter Look. Das musst du sehen. Oh Gott, meine Augenbrauen sind riesig. Darf ich helfen? Male ein Zickzack auf deine Augenbraue. Dann malst du eine Linie auf die Augenbraue. Jetzt kannst du sie ausmalen. Dadurch sehen die Augenbrauen voller aus. Mit einem Augenbrauenpinsel bringst du die Haare in Form. So hältst du sie schön beisammen. Okay, das sieht schon besser aus. Und was sagst du? Ich sehe normal aus. Wow, danke. Ach, schaut mich nicht so an. Da braucht wohl noch jemand unsere Hilfe. Ich übernehme das. Hey, pass doch auf. Sorry, kannst du es mal lesen? Ah, ja, denke schon. Oh, das kann ich ja kaum fassen. Hey, Fang! Ich krieg's nicht. Es entkommt mir. Wir tauschen Notizen aus, ha? Huh? Das gehört jetzt mir. Nun wird Kevin nie erfahren, dass ich ihn liebe. Aber vielleicht ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Seht ihr dieses normale Notizbuch? Es wird gleich zu einem geheimen Nachrichtenübermittler. Keine Sorge, es gibt einen Grund für all diese Farben. Aber zuerst beklebe ich alles. Sobald das Klebeband drauf ist, kannst du die schwarze Farbe auftragen. Verwende eine Rolle oder einen Pinsel. Achte nur darauf, dass sie schön dick aufgetragen wird. Fast fertig. Sobald sie getrocknet ist, ritzt du mit einer Spitze ein, was du schreiben möchtest. In diesem Fall eine Liebesbotschaft. So hübsch. Kevin! Danke, aber wozu brauche ich das? Hä? Huh? Schau doch mal auf die Vorderseite, Dummerchen. Sie liebt mich? Na, das beruht auf Gegenseitigkeit. Mein Herz klopft wie verrückt. Hier hast du dein Notizbuch zurück. Hey! Was? Das ist nur mein Notizbuch, sehen Sie? Ich denke, das ist okay. Puh, das war knapp.